Herzlich willkommen zu diesem Video. Alten oder älteren Hunden einen Gnadenplatz geben. Also einen Alterswohnsitz, wo ältere Hunde ihre letzte Reise antreten dürfen. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ja, ich habe schon viele Hunde bis ins hohe Alter begleiten dürfen, um nur einige Namen zu nennen, die Ömi, meinen Pino und damals meine Trüffel, 19 Jahre. Deshalb, ich liebe es ja mit älteren Hunden, mit diesen weisen Lebensgefährten oder mit diesen weisen Weggefährten zusammenzuleben. Und gerade die älteren Hunde, die schenken uns so viel gute Energie. Und wenn ich an meinen Pino denke, der 16 Jahre bei mir war, wie viel er mich über das Leben gelehrt hat und wie wundervoll auch die Zeit war, als er älter wurde. Das ist schon ein Riesengeschenk. Auch die Ömi, die aus der Smeura kam und schon 7 Jahre in der Smeura im Zwinger gesessen hatte, hat dann hier nochmal ihr Leben leben dürfen. Als ganz normaler, freier Hund außerhalb von Zwingern und von Gitterstäben. Ich finde, wenn wir die Möglichkeit haben, sollten wir versuchen, älteren Hunden ein Zuhause zu schenken. Manchmal ist es nur für ein paar Wochen oder für ein paar Monate, wo wir sie noch auf dieser Reise begleiten dürfen, und manche Hunde bleiben noch über Jahre. Ich meine, das beste Beispiel ist tatsächlich die Ömi aus der Smeura aus Rumänien, 7 Jahre im Zwinger gesessen. Sie war dann ungefähr noch 4 Jahre bei mir, bevor sie dann gestorben ist. Aber da war sie auch schon so um die 13, 14. Und es ist echt ein Riesengeschenk gewesen, diesen Hund bei mir in meinem Leben zu haben. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, einem Hund ein Zuhause zu schenken, der schon älter ist, ja, dann tut das. Informiert euch bitte einfach bei Tierschutzorganisationen und dann habt ihr auch die Möglichkeit, Näheres über diese weisen Seelenhunde kennenzulernen. Und schenkt doch einfach auch einem alten Hund ein neues Zuhause. Also ich bin auf jeden Fall für beide Daumen hoch, wenn es heißt, einem älteren Hund ein neues Zuhause zu geben. Auch wenn alte Hunde manchmal, ja, ein bisschen Arbeit machen, also es kann auch schon mal passieren, dass die genau wie jetzt ein ganz junger Hund nochmal ins Haus machen, dass man die vielleicht mal ein Stück die Treppe runtertragen muss, dass man öfter zum Tierarzt fahren muss, ja, da kommen auch einige Kosten vielleicht auf euch zu, aber was schenkt euch ein weiser, erfahrener, älterer Hund? Es ist so wundervoll, deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Ich finde, man sollte älteren Hunden auf jeden Fall einen Gnadenplatz geben. Und davon sollte es ganz viele Einrichtungen geben. Ja, es ist auch immer ein Treffen und ein Weg auf Zeit, aber diese Zeit ist so wundervoll und die ist so kostbar und die ist so intensiv, die werdet ihr niemals vergessen. Also ich vergesse die Hunde, die mich so lange begleitet haben und so alt geworden sind, niemals. Also, habt ihr jetzt auch Lust auf einen älteren Hund bekommen? Ja, dann auf geht's zum Tierschutz, zum Tierheim. Und da sitzen viele Hunde hinter Gitterstäben und warten darauf, in euer Herz einziehen zu dürfen. Also, Hunde, die älter sind, können ganz, ganz viele gute Energien in euer Leben bringen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt Mut habt, die Ausschau nach einem älteren Hund zu halten, ja, dann tut das und setzt euch mit einem Tierheim in Verbindung oder mit einem Tierschutzverein in Verbindung. Und vielleicht ist genau der Hund für euch jetzt dabei und kommt aus seinem Zwinger raus und zieht bei euch zu Hause ein. Viel Spaß mit ihm.